Kommunikationslaut von Waschbären bei der Futtersuche. Dieser Laut ähnelt einem Zirpen. Dieses erreicht man durch ein leichtes Rollen im Kehlkopf. Als würde man einen kleinen Schluck Wasser gurgeln. Durch Öffnen und Schließen der Hände kann der Ton sowie die Lautstärke nach Belieben variiert werden. Nun zum Geschrei, wenn die Raufbolde sich um Futter streiten. Lediglich die Luftzufuhr ändert sich. Je heftiger die Luft gestoßen wird, umso lauter und aggressiver klingen die Töne. Mal mit etwas mehr, mal mit etwas weniger Rollen aus dem Kehlkopf. Stellen in der Nähe der Schlafbäume und überall dort, wo die geselligen Räuber auf Nahrungssuche gehen, sind bei der Lokjagd allererste Wahl. Nun wünsche ich Ihnen bei der Lokjagd auf den maskierten Räuber viel Erfolg und ein kräftiges Weidmannsheil.